US-Präsident Obama soll nach einem Zeitungsbericht seit 2010 von einer Abhöraktion gegen Bundeskanzlerin Merkel gewusst haben. Er sei vom Chef des US-Geheimdienstes NSA persönlich informiert worden, schreibt die Bild am Sonntag unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise. Zuvor hatte es in übereinstimmenden Medienberichten geheißen, Obama habe Merkel in einem Telefonat am Mittwoch versichert, dass er eine Überwachung gestoppt hätte, wäre er informiert gewesen. Unterdessen mehren sich die Hinweise, dass die US-Botschaft in Berlin an den Abhöraktionen beteiligt war. Was passiert auf dem Dach der US-amerikanischen Botschaft in Berlin? Der neue Verdacht? US-Geheimdienste spionieren von dort das gesamte Berliner Regierungsviertel aus, nicht nur das Handy der Kanzlerin. Mit einem Kran fährt ein Fotograf auf Augenhöhe mit dem Botschaftsdach. Zu sehen sind unter anderem fensterlose Aufbauten auf dem erst 5 Jahre alten Gebäude, Tarnung für einen Horchposten. Mit seiner Infrarotkamera macht der Fotograf und Experte Aufnahmen, die den Verdacht nähren. Hinter den Mauern könnte Abhörausrüstung versteckt sein, denn die hellen Stellen auf unseren Fotos belegen Wärmequellen. Man stellt natürlich halt fest, da oben sind unterschiedliche Temperaturbereiche. Und jetzt muss man gucken, ohne dass heute schon gesagt werden kann, was dahinter steckt, muss man gucken, ob man dann rauskriegt, wo die Temperatur herkommen kann, die sich an der Oberfläche abbildet. Die Erkenntnisse passen zu Recherchen des Spiegel. Danach ist in der US-Botschaft in Berlin eine geheime Abhöreinheit tätig. Vorgabe der US-Geheimdienste, keine offensichtbaren Anlagen auf dem Dach. Für die Abwehr solcher Spionage ist der Verfassungsschutz zuständig. Präsident Hans-Georg Maaßen unter Druck. Seine Sprecherin bestätigt, dass die USA als befreundete Nation im Prinzip nicht unter Beobachtung steht. Jetzt wolle man das ändern und massiv das Personal aufstocken. Man brauche aber noch Zeit, um dem neuen Verdacht nachzugehen.